Was erlauben Dokkan Tech? Moin, heute geht es um meine EVE 11280K Lithium-Eisenphosphat-Zellen, die ich bei Dokkan Tech Anfang August diesen Jahres gekauft habe. Bestellt habe ich das Ganze bei Jenny Wu via E-Mail. Das Ganze ist also nicht über Alibaba gelaufen und die Zellen sind aus einem europäischen Lager gekommen. Die Anfangswerte so bei der Initialtestung, das Video verlinke ich euch gleich da oder da oben nochmal, waren super. Das heißt, der Innenwiderstand war sehr ausgeglichen, blende ich euch nochmal ein. Und auch die Spannung der Zellen bei Lieferung war komplett bei 3,29 Volt und irgendein paar zerquetschten. Das heißt, auch da war alles sehr ausgeglichen. Ja, und heute geht es darum, euch zu zeigen, wie die Ergebnisse der Kapazitätsmessung waren. Die ist nämlich fertig und seid gespannt. Wie jedes Mal gibt es auch dieses Mal wieder einen kleinen Disclaimer. Das heißt, das Ganze hier ist kein Tutorial, sondern mehr ein Vlog, wie ich ja bei mir im Büro die Energiewende so ein bisschen vorantreiben möchte. Dazu habe ich halt ja ein ESS-System, also ein kleines Balkon-Solarkraftwerk mit einem Energiespeicher kombiniert. Dazu gibt es ein Planungsvideo, es gibt ein Kostenvideo. Wenn euch das interessiert, schaut in die Playlist zu dieser Serie. Und ansonsten ist es wirklich nur ein kleiner Erfahrungsbericht, wo ihr teilhaben könnt, auch an meinen Fehlern, die ich begehe. Ich freue mich auf Diskussionen. Das heißt also, wenn ihr Kommentare dazu habt, lasst gerne einen Kommentar da. Okay, aber bevor ich euch irgendwas mehr erzähle, mache ich mal einmal kurz meine Ladung der Batterien hier auf Pause, weil die Lüfter der EBCA20 sind ziemlich laut. Die sind sehr krumm und auch so, da muss ich im Winter nochmal beigehen. Aber das wird schon. Okay, dann kann ich ja jetzt loslegen. Wobei der eine immer noch läuft, der Lüfter. Der ist wahrscheinlich noch nicht kalt genug geworden. Ich möchte euch als erstes erzählen, wie ich überhaupt teste. Und ich habe euch da ja vielleicht was vorbereitet, das eventuell so da reinkommt. Das muss ich aber noch hinterher machen. Aber schauen wir mal, wie sich das anschaut. Das heißt also, wenn die Batterien oder wenn die Zellen hier ankommen, werden sie geladen. Ich habe euch oder ich blende euch mal ein Video ein, wie ich so die Verbindungen bis jetzt gemacht habe. Das hier ist schon eine andere Verbindung. Und zwar werden die nach Ankunft, nach dem Auspacken direkt mit dem EBCA20 Tester hier mit 5 Ampere bis 3,65 Ampere geladen. Und zwar so lange, bis der Strom, mit dem geladen werden kann, oder so lange, bis die Zellen nur noch 0,1 Ampere aufnehmen. So, danach gibt es eine 30-minütige Pause und dann wird das System mit 20 Ampere entladen, und zwar so lange, bis die Spannung der Zelle 2,5 Volt erreicht. Punkt. Und ich habe das so aufgebaut, ne, wie man hier sieht oder wie man in dem Video sieht, dass ich solche kleinen Kupferbusbars, ich hoffe, das sieht man, ne, so kleine, die sind relativ dünn, ein Millimeter nicht mal, hier an die Batterienklemme und dann das Ganze lade und auch entlade. Und zwar mit diesen Krokodilklemmen. Ja, und für einen Retest habe ich das Ganze dann so nochmal gemacht, dass ich da Ringkabelösen oder Ringkabelschuhe eingebaut habe. Das zeige ich euch auch nochmal so als kleinen Ausschnitt, damit ihr seht, worüber ich spreche. Aber die Krokodilklemmen kommen immer noch an die Schrauben des Terminals. Okay, zur Testmethode selber muss man natürlich sagen, dass Eve in seinem Datenblatt von 0,5C Laden und Entladen spricht oder sogar von 1C. Das kann ich natürlich mit diesem Setup nicht machen. Wie ihr euch vorstellen könnt, sind 5 Ampere nur ein minimaler Bruchteil dessen, was natürlich da normalerweise geladen wird. Und auch 20 Ampere sind beim Laden wesentlich weniger als die 140 Ampere, die ich habe, wenn ich mit
0,5 C entlade. Weiterhin sagt Yves noch in seinem Datasheet, dass die Pause zwischen dem Ladevorgang und dem Entladevorgang 60 Minuten betragen sollte. Die sind hier nur 30, aber angesichts der niedrigen Ströme, die hier fließen, ist die Zelle mit 30 Minuten Pause, glaube ich, schon ganz gut bedient. Okay, welche Daten erhalte ich und was messe ich da eigentlich? Und das Erste, was ich natürlich messe, ist die Amperestunden und die Wattstunden, die ja beim initialen Laden quasi in die Akkuzelle reingehen. Und daraus berechne ich den State of Charge, den die Batterien laut oder im Vergleich zur nominalen Kapazität haben. Das heißt also, ne, wenn ich am Anfang eine Zelle mit 140 Amperestunden laden würde, hätte ich bei einer Gesamtkapazität von 280 Amperestunden ein State of Charge von 50% beim initialen Laden. Und so eine Lagerkapazität von so einem Akku sollte zwischen 30-50% liegen, sagt zumindest das Datasheet von Yves. Ja, und diesen State of Charge, mit dem die Batterien geliefert werden, den berechne ich halt passend zur nominalen Kapazität. Die Daten, die ich dann beim Laden nehme, sind dann die Amperestunden, die Wattstunden und die durchschnittliche Spannung. Genau. Und dabei berechne ich halt, wie viel Prozent die erzielte Kapazität, und zwar die in Amperestunden, beträgt von der nominalen Kapazität, nämlich eben 280 Amperestunden. Und was ich auch noch berechnet habe, ne, vielleicht hat jemand von euch das Video von Sun Fun Kids gesehen, der gesagt hat, okay, eigentlich hingehen müsste und die gemessenen Amperestunden mit der nominalen Spannung multiplizieren müsste, damit ich das irgendwie passend hinbekomme, sodass ich da als eigentliche Kapazität nur die Energie nehmen kann, und zwar die Wattstunden. Das werde ich euch gleich im Beispiel zeigen, wie das auch für die Zellen hier von Dokentech ausschaut. Und ich blende euch nochmal ein, wie so ein Ergebnis von der Software vom EBC A20 ausschaut. Das ist dann so ein schöner Lade-Entladegraph. Da kann man sich das Ergebnis auch nochmal anschauen. Ist aber weiter nicht interessant, weil man da natürlich nur so grob die Daten sieht. Ne? Aber nur, damit ihr das mal gesehen habt. Ja, kommen wir zu dem ersten Ergebnis. Ich lasse mal so diese kleinteiligen Ergebnisse weg. Und zwar zum State of Charge Beilieferung. Und da liegen so die Zellen 001 bis 006 bei, muss ich einmal selber gucken, 32,9 bis 34,6 Prozent der Nominalleistung. Das heißt also gerade noch so in dem Bereich, wo die Lagerung dieser Akkus stattfinden sollte. Und für die beiden ältesten Zellen, nämlich die aus Dezember 2021, lag der State of Charge bei Lieferung bei 36,7 bzw. 36,8%. Auch okay, oder? Ja, und dann kommen wir eigentlich zum spannendsten Teil des Ergebnisses, nämlich zur Kapazität der LiFePO-Zellen. Und das blende ich euch jetzt mal ein. Und wenn ihr da drauf guckt, dann seht ihr natürlich, die Zellen 1 bis 6 haben ja relativ gute Kapazitäten, so einmal 279,4, aber das ist noch so grob im grünen Bereich, würde ich sagen. Das heißt also, alle Zellen sind so um die 280 Amperestunden. Und dann habe ich die beiden Zellen aus Dezember 2021 angeschlossen und siehe da, die Zellen haben eine Kapazität von 273,3 bzw. 272,2 Amperestunden, was in etwa 97,6 bzw. 97,2% der ursprünglichen Kapazität entspricht. Okay, das lasse ich erstmal so stehen. Vielleicht habe ich ja falsch gemessen, oder? Gut, schauen wir uns vielleicht mal die Werte von Sun Fun Kids an.
also so wie Sun Fun Kids das berechnen würde, weil Sun Fun Kids hat ja Ray Bills Cool Stuff vorgeworfen, dass er ja, die Zellen irgendwie falsch gemessen hätte und man das ja auf mit der nominalen Spannung normalisieren müsste. Und das habe ich mal gemacht. Und das zeige ich euch als nächste Grafik. Und da sieht man, okay, wenn ich die Kapazität in Amperestunden, die ich gemessen habe, auf Energie umwandle und dann das Ganze ja mit 3,2 Volt der nominalen Spannung, der nominalen Durchschnittsspannung der IF-Zellen mache, dann komme ich ja auf irgendwelche Werte zwischen 894 bis 908 Wattstunden. Und die beiden Ausreißerzellen, nämlich die Dezemberzellen, haben ja Kapazitäten von 874,56 bzw. 871,04. Das hätten sie ja nominal, ne? Das ist ja nur mit 3,2 mal genommen. Und das Lustige ist, wenn ich mir jetzt quasi das Ganze in Prozent der nominalen Energie anschauen würde, und die nominale Energie der IF-Zellen ist, glaube ich, bei 896 Wattstunden. Und wenn ich natürlich eine gemessene Ampere-Stunden-Kapazität mit einem festen Faktor multipliziere, dann bleibt natürlich das Verhältnis zur nominalen Kapazität eigentlich gleich. Das heißt also, ne, wenn ich mir jetzt die Prozentzahlen anschaue bei den Wattstunden zu den ja, prozentualen Kapazitäten im Vergleich zur Normkapazität, dann bin ich genau bei den gleichen Prozenten wie bei den Amperestunden. Das heißt also, diese Rechnung geht nicht auf. Das heißt, ihr könnt nicht einfach mit einem festen Multiplikator mal nehmen, sondern man müsste sich dann die erzielten Wattstunden anschauen, und zwar basierend auf den aktuell vom System gemessenen Wattstunden, und zwar in Verbindung mit der gemessenen Durchschnittsspannung, die der EBCA20 anzeigt. So schaut es dann nämlich aus. Das heißt also, die Rechnung von Sun Fun Kids ist absoluter Mumpitz. Ja, und was ich mir dann nochmal angeguckt habe, war so die durchschnittliche Spannung. Die lag über alle Zellen gemittelt bei 3,165 Volt. Und ich blende euch das nochmal so hier als Grafik ein. Ja, also sollte laut Sun Fun Kids zumindest über 3,2 Volt liegen. Das wäre optimal, so 3,25, 3,29, 3,3 Volt als Durchschnittsspannung bei der Entladung. Ob das so passt, weiß ich nicht, aber naja. Hier sieht man, dass die Spannungen entsprechenderweise drunter liegen, und laut Sun Fun Kids wäre das ein ja, sicheres Zeichen, dass es keine Automotive Grade oder Grade A Zellen sind. Das war aber auch eigentlich zu erwarten, weil ich glaube, dass sehr, sehr wenige Firmen wirklich Grade A Zellen liefern, und da wird auch DokenTech leider nicht dazu gehören. Zum Fazit, das mache ich morgen früh an der Ems. Für euch ist das nur ein Schnipp entfernt. Was erlauben DokenTech? DokenTech entladen wie Flasche leer. Ja, okay, etwas übertrieben, etwas polemisch, aber so ungefähr fühlt man sich. Man erwartet halt von seinen Zellen, wenn man sie über DokenTech bekommt, eigentlich eine gute Performance, oder zumindest, dass sie ja im Bereich der Norm sind. Wenn sie jetzt 2 bis 3% wie bei mir jetzt drunter sind, ist das nicht so schön. Das hilft auch nicht dabei, für zukünftige Batteriebestellungen oder für zukünftige Zellbestellungen ja unbedingt weiter auf DokenTech zu setzen. Aber was man natürlich auch sagen muss, ist, dass die Kommunikation mit der Jenny Wu, mit der ja, Verkäuferin von DokenTech, eigentlich super war. Es hat schnell geklappt. Die Zellen waren schnell bei mir innerhalb von nicht mal 7 Tagen. Das war wirklich
Bombe. Man konnte sie auch immer fragen. Und jetzt bei der letzten Frage habe ich dann mal gefragt, oder ja, ich hatte sie damit konfrontiert, dass da zwei Zellen ja nicht so gut waren, wie sie eigentlich sein müssten. Und da kam als Antwort, ja, das würde ihr sehr leid tun. Ich hatte allerdings auch noch nicht irgendwie um einen Refund, also um eine Erstattung oder sowas gebeten. Und ja, es würde jetzt aktuell so der Fall sein, dass es von Eve ja keine Zellen mehr in China im Lager gibt bei DokenTech und dass man jetzt versuchen möchte, mehr auf die Cuttle-Zellen zu setzen, weil die wären meistens in der Kapazität dann über 280 Ampere-Stunden und das wäre ja besser. Ja, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Eve geht mittlerweile hin und markiert seine ausrangierten Zellen, also die diesen Automotive-Grade-Test nicht geschafft haben, mit einem B auf dem Barcode, sodass jeder definitiv sehen kann, okay, es handelt sich nicht um Grade-A oder Automotive-Grade-Zellen. Und ja, das wird natürlich verkaufstechnisch vielleicht etwas schwierig, sodass man dann auf andere Hersteller setzt, vielleicht, die diesen Grade B nicht haben. Ich habe dann die Jenny Wu ja in einer der Folgemails oder in der Folgemail dann nochmal damit konfrontiert, mit dieser steilen These, dass ja vielleicht DokenTech Angst hat, dass die Verkaufszahlen aufgrund dieser gelabelten Grade B-Zellen halt in den Keller gehen oder dass man diese Zellen nicht los wird. Und darauf kam bis jetzt leider noch keine Antwort. Man kann gut sehen, ja, wie diese Transparenz bei den chinesischen Händlern gelebt wird oder auch nicht. Wenn man sich zum Beispiel gobblepower.com anbietet, das ist die Firma, die auch diesen Barcode-Scanner für die Batterien ja zur Verfügung stellt oder diese Barcode-Analyse, die diese Zellen als ESS, Electric Storage System Zellen anbieten. Und die haben da dann auch zwei Qualitäten. Die zweite Qualität ist, ja, die nennen sie Slow Electric Vehicle Zellen, sowas in der Art, wo sie hingehen und nicht nur den Innenwiderstand und die Spannung der Zellen matchen, sondern auch die Kapazität der Zellen matchen. Das kostet einen kleinen Aufpreis von 5 Euro, aber das wäre es ja durchaus wert und man weiß dann auch so einigermaßen, was man bekommt. Okay, allerdings muss man sagen, auch das ist noch keine Garantie, dass man dann nicht vielleicht irgendwelche Runner in diesen oder bei diesen Zellen dabei hat, die man von Gobble Power kauft. Wie man ja bei mir bei Sunbuy gesehen hat, ist ja, kann man über die Kapazität der Zellen fast keine Aussage machen, ob eine Zelle dann im Batterieverbund zum Runner wird, also dass die Spannung ja halt ne, im vollen Zustand relativ schnell hochgeht bei einer Zelle gegenüber den anderen Zellen. Das ist natürlich ein Ding, was auch am Ende mit der Zellchemie und mit dem Status in der Zelle und verschiedenen anderen Faktoren zusammenhängen kann. Okay, würde ich bei Jenny Wu oder bei DokenTech nochmal kaufen? Das Schöne ist, was ich gerade schon gesagt habe, der Kontakt zu Jenny Wu, weil sie ja freundlich sehr zuvorkommt und in meinen Augen sehr gut. Das hat Spaß gemacht, mit ihr zu kommunizieren, mit einem kleinen Wermutstropfen halt am Ende, dass man natürlich, ja, dass sie natürlich auf diesen Vorwurf, dass man jetzt aus Angst keine Grade B-Zellen mehr von Eve verkaufen würde, da gab es bis jetzt keine Reaktion. Das hört sich so an, so ein bisschen nach Ups erwischt für mich. Ist aber natürlich auch eine steile These, ne? Nichtsdestotrotz kann man natürlich mit diesen, ja, Zellen, die ich bekommen habe, auch wenn sie nur jetzt so 2,3 oder 2,4% unter dem Nominalwert sind, durchaus ja, ein ordentliches Electric Storage System aufbauen. Und dann muss man halt natürlich das System genauer beobachten. Ja, zum aktuellen Zeitpunkt kann ich euch daher den Kauf bei DokenTech nicht unbedingt empfehlen. Wenn man auf gute Kommunikation steht, kann man das durchaus machen. Aber so die Tendenz, in der Tendenz würde ich eher sagen, okay, schaut, ob ihr nicht doch etwas Besseres findet.
gerade wenn es um die Eve LF280K-Zellen geht. Ich habe übrigens jetzt für diese Lieferung 1250 Euro bezahlt, inklusive Steuern und Transport. Und das ist ein Preis, okay, der ist mittlerweile, wird ja von Gobble Power zum Beispiel unterboten. Und da wäre es vielleicht sinnvoll, vielleicht sich da mal umzuhören. Aber ganz wichtig ist, bitte erkundigt euch, bevor ihr Zellen in China kauft, über die aktuellen Reviews, die es dazu gibt. Dazu sind vor allen Dingen das DIY Solar Forum von Will Prowse und das Dr. Backe Forum, das Akku-Doktor Forum von Andreas Schmitz eine sehr gute Anlaufstelle, weil es da halt viele Erfahrungsberichte gibt, sehr gut gesammelt. Das lohnt sich auf jeden Fall, da reinzuschauen. Und und bei diesen Erfahrungsberichten schaut auch auf jeden Fall, ob die Leute, die da über ihre Erfahrungen sprechen, nicht nur die Eingangstests gemacht haben, nämlich nur den Zellwiderstand und nur die Spannung gemessen haben, sondern ob sie auch wirklich Kapazitätstests gemacht haben, damit ihr selber sehen könnt, okay, ne, wie sind die Zellen beisammen, lohnt sich das, ist das alles soweit in Ordnung oder muss man da vorsichtig sein? Ja, wenn ihr Lust habt, die weitere Entwicklung dieses Akkubaus und auch der Energiewende bei mir im Büro zu verfolgen, würde ich mich über ein Abo freuen und natürlich die Glocke klicken nicht vergessen. Und wenn euch das Video hier gefallen hat, lasst mir auch gerne einen Daumen oben da, also ein Like da lassen bitte. Und die nächsten Videos werden wahrscheinlich darum gehen, zum einen, wie das sich mit den Busbars verhält, die Dokentech mitgeliefert hat. Ob es da vielleicht sinnvollen Ersatz gibt, ich habe schon was in meiner Tasche, sei gespannt, vielleicht ist das auch was für dich. Und dann natürlich geht es um den Zusammenbau, wie baue ich ein Case oder baue ich ein Case für meine Akkus, wie soll das aussehen. Da wird es vielleicht auch noch ein Video zu geben, wie ich das Ding baue. Auch wieder kein Tutorial, sondern mehr so ein Vlog. Damit ihr vielleicht aus meinen Ideen und Fehlern ein bisschen lernen könnt. An dieser Stelle danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!